Ja. Und der kommt nicht drum herum. Ich habe eine Sicherheitskopie auf meine Festplatte gezogen. Verdammt. Merke, stelle niemals kompromittierendes Material bei da in die Dropbox. Ja. Wolltest du da nicht dann auch vielleicht dann noch was zu sagen? Oh, sieht irgendwie. Ja, denn mir hat nämlich ein kleines Vögelchen bzw. ein kleines Wölfchen gezwitschert, dass, wenn ich dann 200 Klicks mal habe, dass ich dann eventuell ein Avatarbild gemacht, geschenkt kriege. Ja, also seht zu, 100 für seinen selbstgemachten, was ich im Übrigen auch nicht so schlimm fand. Hab's ja Dafür, gesehen. dass ich, bevor da auch dann irgendwelche Auswüchse kommen, ich habe grafiktechnisch nichts auf dem Kasten. Dementsprechend sieht das Teil auch aus. Und es hat einen Grund, warum Wie Herr hast du Okami. gesagt, du hast 10 Minuten lang Paint.Dot vergewaltigt, ne? Ja. Und er hat ja schon den Avatar gesehen, den das Wölfchen gemacht hat. Das waren 15 Minuten Paint.Dot mit Vergewaltigung. Ja, mit dem Unterschied, du kannst es und ich kann das nicht. Was Ja, hältst du denn und von wenn ich meinem ein. Torbogen? Boah, könnte ein bisschen runder sein. Viel runder kriege ich aber nicht mehr. Wäre vielleicht gegangen, wenn du dieses hier etwas höher gezogen hättest und hättest dann erst hier oben dann angefangen. Muss ja nur optisch runter sein. Ja, So? genau. Ja, so ungefähr. Dann ist es rundlicher. Okay. Ich lasse Vielleicht, mich da, wie gesagt, das war ja nur wenn erstmal man so. hiervon noch so einen vielleicht wegkriegt, dass man hier auch nur so einen hat. Warte mal. Genau, dann da eben so ein Viertelding. Genau. Das nenne Oder ich so. rund. Ja, gut, ich habe jetzt gedacht, so leicht parabelförmig. Ein Ah. bisschen spitzer, aber ja. Ja, Lass ne? mich ja designtechnisch gerne beraten. Ja, ich wäre froh, wenn ich mal so ein Grafiktablett oder sowas hätte, dann könnte ich etwas besser mit solchen Programmen umhantieren. Mit der Maus ist das dann doch auch nicht immer ganz so schön. Ja, das ist wohl wahr. Aber Ergebnis hast du ja schon gesehen und es freut mich, wenn es dir gefallen hat. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie gut du das hinkriegst, weil, wie gesagt, ich bin da ja der absolute Obernoob. Ja, und ich bin auch nur Laie, also. Ja, aber entschuldige mal bitte. Wer von Hand Bilder zeichnen kann, ja? Die aussehen, als wär's, ne? Ja, stell dich mal in die Ecke. Wer von Hand Bilder zeichnet und die aussehen, als wär's ein Porträt. Und das, obwohl es eigentlich nur mit ne, ja, Bleistift gezeichnet ist. Entschuldigung. Das war falsch. Nase geputzt. Entschuldigung. Macht ja nichts. Ja, solange ich dran denke oder es noch schaffe, mich zu muten, ist ja immer noch alles im grünen Bereich. Ja. So, das heißt, ich habe eins von deinen komischen Steinchen dabei. Aha. Aha, jetzt sehe ich mal, wie das ist mit dem. Aha, interessant. Da ist es. Braucht das ja im Moment Irgendwas noch nicht. Hey. passt hier nicht. Oder? Ach Was? nee, Wie? doch, doch, pa ja, doch, klar, passt. Hier sind ja die Vierteldinger, ja, nee, vergiss es. Ich gehe auf den Turm. Kurzzeitiger Ausfall kognitiver Fähigkeiten. Ja. Und ich hoffe, ich finde jetzt hier irgendwo mal Kohle oder irgendwas, dass ich noch das letzte kleine Levelchen zusammenkriege Mach das mal. zum Enchanten. Oder ich hau mich einfach mit den rosa Wölkchen. Das dürfte auch Level geben. Ja, aber Wahrscheinlich wie eher gesagt. Levelabzug, aber Level. Levelabzug durch Tod. Wie gesagt, sei vorsichtig. Das Ja, ist. ich halte mich von denen mehr oder weniger fern. So, das heißt, auf dieser Höhe wird meine Burg beginnen. Ach du Schande. Spaten. Ah, verdammt. So. Ja. Voilà. Ein Nachteil der Wow. Säge. Ach, ich. Man lässt sie gerne aus dem Inventar fliehen. Also aus dem Crafting-Inventar. Ah. So, was könnten wir jetzt hier oben noch Schönes fabrizieren? Ich glaube, ich mache hier oben mal dicht, dass mir nichts auf den Kopf fallen kann. Zumindest mal so primitiv. Ja, und ich bin heute doch. Ich stelle fest, ich bin kreativ veranlagt. Okay. Sieht jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt toll aus, aber mir gefällt's. Und das reicht auch schon. Hauptsache, es gefällt dir. Das ist immer das Richtig. Wichtigste. Es muss mir Was? gefallen.
Richtig, Wasser macht nur seinem Selbstgefallen. So. Hopp. Ja, da muss ich von außen noch wieder ein bisschen angleichen. La 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 la. Habe ich noch ein Greenstone. Ach du Schande. Das ist ja erbärmlich. Wo ist jetzt eigentlich mein zukünftiges Zimmer? Ist das hier? Ich gar keinen mitnehmen. Da hätte aus den Links rausnehmen müssen. Ich habe hier eine volle Tasche mit. What? Cobblestone. Soll ich mal ein bisschen leer machen. Ja. Nein, ich springe da mal nicht runter. Aus Kohle. Oh, so, jetzt kommen wieder die Adventure-Map-Skills. Die nicht vorhandenen? Ja, das heißt, ich springe gleich in den Tod. Das heißt, Okami hit the ground too hard. Oh, sehr nett. Ich weiß von nichts. So. Huch. Clear. Verzeihung. Das war aber nicht der Okami, der den ground too hard gehittet hat. Verdammt, nein, da fehlt noch ein Stück Kohle. Mist. Nein, das war der Rich Chariot, der unsanft gegen seine Frühstücksteller geklopft hat. Oh, fuck, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ich hab was entdeckt, vielleicht auch nichts. Ich weiß es noch nicht. Also ich bin noch nicht abgeschmiert. Na dann. Kohle. Aber was nicht ist, kann noch werden. Kohle, Kohle. Nein. 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 Was soll den Grünknall? Halt die Klappe. Ich hab ja noch abgebrochen. Egal. Ich finde, das ist nachmachen, sondern eher ein Wertschätzen. Ist ja wahr. Ist ja. Kohle, Level. Ja, so ungefähr. Ich kann auch gleich schon wieder. Ich glaube, als nächstes enchante ich erstmal ein Buch. Oder? Mache ich eine Spitzhacke? Ich glaube, ich mache eine zweite Spitzhacke. Das Problem ist, wie komme ich runter? Ach, ich springe einfach in den Tümpel. Mal schauen, ob er tief genug ist. Gerade mal. Ja, für die Zuschauer, die sich fragen, was ich hier gerade fabriziere, den ersten Durchgang, weil. Wir haben jetzt ja einen ganzen Arsch voll Ressourcen schon gesammelt und ich fange jetzt mal an, eine Werkstatt zu basteln, wo wir dann unsere ersten Maschinen unterkriegen. Aber jetzt muss Schreck, lass nach. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann schauen wir mal, was bei dem Roten rauskommt, wenn ich das enchante mit 30 Level bei der Spitzhacke. Das sollte ja auch lang genug halten. So, was habe ich? Ich mag den Server. Warum? Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3. Mist, du hättest die Dinge abbauen sollen. Es ist geil. Wenn ich bei mir irgendwie, egal ob Singleplayer oder so, ich muss normalerweise Stripmine machen, weil ich zu viele Diamanten verbrate, bis ich was Vernünftiges habe. Ja, gut, aber das oder ist. Oder mit doppeltem Boden arbeiten. Oh, mein, geil. Naja, nun, also, es ist ja jetzt nicht mehr ganz so schlimm, weil, wenn du eine Spitzhacke kriegst, wo nicht unbedingt das drauf ist, was du haben willst, oder jetzt auch durch das Bücher enchanten. Naja, kann man es ja wieder runtermachen, etc. pp. Irgendwie war richtig, was. Richtig. Oder zur Not ja auch kombinieren und so weiter. Oh, Kohle! Ach, die lasse ich dir. Ich mag es mit so wenig Level. Dann ist man nicht unter dem Druck, dass man überleben muss. Ja, was meinst du, was ich da unten Blut und Wasser geschwitzt habe, als ich unterwegs war und die Strip-Mine gezogen habe? Ja, Blut und Wasser, das schwitze ich, glaube ich, in meiner nächsten Survive-Aufnahme auch wieder. Da geht es ja wirklich mal los, dass ich wieder mich irgendwo runterschlage. Ich hatte es ja versprochen. Ja. Lalalala. Zack, zack, zack. Ist ja auch egal. Na komm. Dahin. So. So, zack, zack. Kurbeli, kurbel du, kurbel die. Kurbelstein. Kurbel. Ich mag den Kobbel ja so gern. Wer sich jetzt fragt, warum ich das Aluminium zugebaut habe. Er hat genug. 1, 2, 3, 4. 64er Stacks. Wir brauchen kein Aluminium. Vorerst. So. So, jetzt habe ich eine Spitzhacke, die zu schade ist, um sie für normale Rohstoffe zu verbraten. Naja, dann geht es halt mit der normalen weiter. Dazu sage ich nichts. Ich weiß auch noch gar nicht, wie die Burg, die hier oben entstehen soll, mal aussehen wird. Da habe ich jetzt noch gar kein Bild vor Augen. Das ist jetzt wieder fröhlich fleißig einfach drauf hinaus.
Im Übrigen, die Playshow-Welt, wenn sie fertig ist, The Mansion, für die, die es interessiert und die hier zuschauen und dann vielleicht mal reinschauen wollen, ich hatte ja The Mansion angefangen zu bauen für Playshow 4. Die wird es in diesem Special für die 1000 Views als Danke nicht geben. Das hätte einfach zu lange gedauert. Stattdessen habe ich ein kleines Dörflein, was ich da habe, großflächig angefangen auszubauen. Ging doch etwas flotter und schöner. Könnte vielleicht euch aber trotzdem ein. Ich hoffe. Mal reingucken. Okay, bei Ember funktioniert die Fortune nicht. Merken. Ich klaue mir da mal so ein Stack Basalt. Ja. Wo wir gerade von Burgen bauen in dem Thema sind, ich habe gerade so schöne mittelalterliche Musik hier gespielt. Ja. Ja, bei mir ist immer noch zirpende Grille. Also nüscht. Wenn ich nicht quatsche, ist hier bei mir ruhig. Es sei denn, es melden sich die Spielsounds. Oder ich quatsche. Oder du quatscht, genau. Ich arbeite daran. Diese Aufnahme bisher haben wir es ganz gut geschafft, uns nicht so oft ins Wort zu fallen, oder? Kommt mir das nur so vor? Das kommt dir nur so vor. Das kommt dir echt nur so vor. Das ist eindeutig, das ist vollkommen unmöglich. Meinst du, es ist unmöglich, dass wir so hoch konzentriert beim Bauen sind, dass wir uns nicht ins Wort fallen? Konzentration? Also ich tue zumindest so, als wenn ich mich konzentriere hier beim Ausbau. Ich darf nicht von Konzentration reden. Jeder, der mir zuguckt, jeder, der mir gerade zuguckt, wird mich Lügen strafen. Ja, ich muss ja hier, beziehungsweise ich fange ja im Moment schon an zu denken, wie das hier oben alles burgentechnisch aussehen könnte. Ich versuche sowas ja immer den Bergen anzugleichen, wenn ich das baue. Beziehungsweise anzupassen. Und das wird hier oben gar nicht mal so einfach. Aber ich mag die Herausforderung. Entschuldigung. Das ganze Leben ist eine Herausforderung. So. Zack, zack. Zack, zack. Spektakulär. Er gräbt einen Raum aus. Dauert ja nur eine halbe Ewigkeit. Aber ich verspreche, danach wird's besser. Genau, danach gräbt er zwei Räume aus. Nein, danach wird erstmal kein Raum mehr gegraben. Danach wird erstmal Grundlagen geschaffen. Ja, ja, wie gesagt, die Baufolgen, die sind eigentlich immer nur interessant, wenn wir genug Themen zum Labern haben. Ja, ja, ja. Haben wir denn noch was? Fällt uns gerade noch spontan. Fällt uns spontan was ein? Außer 42. Ja, Pi, ne? Tau. Nein. ja, 2 Pi. Genau. Das Tau mit den 2 Pi. Wer sich fragt, was wir hier gerade mit diesen komischen Pi und Tau wollen. Ein amerikanischer Physiker, vorsichtig gesagt, finde ich, der Kerl hat sie nicht mehr alle, hat die schöne These aufgestellt, Pi ist falsch und Pi gehört abgeschafft und durch ein von ihm definiertes Tau ersetzt, wobei Tau 2 Pi ist. Ohne Worte. Ja, no comment. Wer dazu kommentieren will, der soll es ruhig machen. Jeden, der Mathe in auch nur in kleinster Weise mag, der wird sich jetzt wahrscheinlich vom Kopf. Und der nicht der Ansicht ist, Pi ist gleich 3 und G ist gleich 10. Ich muss an so eine nette Anekdote mal denken. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, noch ganz, ganz früher, wie wir da so halb verschlafen rumgesessen haben und dann so kam, okay, Pi ist 3, das reicht. Puff, alles wach. Ja, ich erinnere mich. Pi ist 3, das... Bitte was? Moment mal. Leitern. Aua! So nach dem Motto, haben mich jetzt etwa 8 Jahre lang die Physik- und Mathelehrer verarscht? Ja, zu viel verraten dürfen wir jetzt nicht, sonst gibt es wieder Mutmaßungen über unsere tägliche Zeitverschwendung. Allein die Aussage war schon wieder genügend, um Mutmaßungen anstellen zu können. Ja, mutmaßen können sie so viel sie wollen, unsere lieben Zuschauer. Die Wahrheit erfahren sie dann doch nicht unbedingt. Nicht zwingend. Kohle, 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 yeah! Hier schnauft was. Ist hier eine Kuh auf dem Berg? Möglich.
Also du erinnerst dich noch an die suizidgefährdeten Kühe, die bei unserer ersten Begehung da mitten am Hang standen? Ja, und die wir retten wollten. Oh, ein Creepy Line. Mal schauen, ob ich den von hier oben killen kann. Kupfer! So, in your head!